Hallo und willkommen zurück bei Path of Titans mit meinem Allosaurus, mit dem wir ja mittlerweile schon einen guten Status erreicht haben. Und zwar sind wir schon heranwachsender. Wir können noch diverse Skins besorgen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Wohnhöhle finden. Wir sind da oben und da diese Wohnhöhle da hinten, die ist ein bisschen gefährlich. Wir versuchen mal zu dem Gebiet da vorne zu kommen, weil da waren wir noch nicht, was uns angezeigt wird. Und von da aus können wir ja dann zur Wohnhöhle wandern. Muss halt nur aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie gleich weggefressen werden. Und wir sollen Wurzeln nebenbei sammeln. Sollte ja kein Problem werden. Aber der Effekt, wenn der Dino nass wird, der sieht schon richtig geil aus, muss ich schon gestehen. So. Unsere Aufnahme machen wir auch mittlerweile anders. Also ich habe sonst immer direkt von der PS5 aufgenommen. Aber ich habe in meinen Schubladen tatsächlich mal ein bisschen rumgekramt. Und habe in der Tat noch eine Capture Card gefunden. Das bedeutet, ich nehme das jetzt alles über OBS direkt auf. Sollte also von der Bildqualität her dann schon etwas besser laufen. Naja, sollte. Ne? Versprechen kann ich nichts. Da ich leider noch kein YouTube-Partner bin, bekommt man immer den schlechteren Videocodec ausgehändigt. Deshalb sieht das dann immer so ein wenig doof aus. An der Stelle möchte ich mich auch gerne noch bedanken. Wir haben tatsächlich 170 Abonnenten erreicht. Und das neue Jahr hat jetzt erst begonnen. Ich hoffe doch, wir werden es eventuell bis Sommer schaffen auf 500. Ist ein großes Ziel natürlich. Mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung bin ich mir aber ziemlich sicher, dass wir das sehr gut erreichen werden. Ihr seid ja auch so schon tatkräftig mich an unterstützen und die Like-Buttons am explodieren am lassen und auch Kommentare am schreiben. Das ist wirklich der Wahnsinn von euch. Recht herzlichen Dank an der Stelle. Und natürlich, was ich nicht vergessen darf, ein frohes neues Jahr an alle meine Abonnenten und an alle, die mir hier gerade zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Jahr gut überstanden. Keine Verletzten, keine Alkoholleichen oder dergleichen. Wir hatten es ruhig. Machen wir mal ein kleines bisschen Smalltalk. Wir hatten es auf jeden Fall ruhig angehen lassen. Meine Frau, meine Kinder, wir waren länger wach. Ich habe da, glaube ich, irgendjemanden was sammeln gehört. Ah ja, da ist ein, ihr wisst schon was. Vor dem laufen wir mal weg. Ist das Strand oder werde ich jetzt Probleme bekommen? Scheint ein Strand zu sein. Perfekt. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall erstmal da hinten hinzukommen. Wir haben auch schon jetzt im Jahr 2024, habe ich jetzt schon diverse Videos gesehen, von Gaming News Radio. Es sollen dieses Jahr viele neue Survival-Spiele kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mein Hauptfach auf dem Kanal ist ja natürlich Survival. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall auf die neuen Spiele. Da ist auch schon das ein oder andere Spiel gewesen, was ich auf jeden Fall gerne spielen würde. Die Sache ist halt, wir müssen da noch ein wenig drauf warten. Aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall vor, viele neue Projekte mit euch zu starten. Und natürlich, was ich nicht vergessen darf, wir werden... Ja, perfekt.
perfekt, abgeschlossen. Wir werden dieses Jahr auch Livestreams machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Livestreams, die kommen auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit welchem Livestream ich anfangen wollen würde. Das überlasse ich gerne euch. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ob wir mit Rocket League starten oder starten wir mit Path of Titans. Die Sache ist halt, ich habe es noch nicht hinbekommen, den Discord mit OBS irgendwie zu verbinden, dass man auch die Leute im Discord-Channel hört. Deshalb würde ich da eher schon behaupten, wir würden erstmal, wenn ich streame, werdet ihr wohl erstmal nicht gehört werden. Das ist natürlich doof für jedermann. Vor allem sieht es dann im Stream aus, als wenn ich schizophren wäre und mit mir selber rede. Aber das kriegt man alles noch hin. Der Delta wollte mir dabei helfen. Die Tage werden wir uns mal dran setzen. Und dann werden wir schauen. Ansonsten werde ich mir wohl noch ein paar Kopfhörer zulegen müssen. Was ich dann an den Laptop anschließen müsste. Ich bin mir nämlich nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt mit der Capture Card eigentlich relativ gut hinbekommen, dass man mich wenigstens schon mal hört. Und dass man das Spiel gut hört. So, das möchte ich natürlich erstmal nicht, dass wir gesehen werden. Ich wollte nämlich gerne in die Wohnhöhle, um zu schauen, was wir da Schönes bekommen werden. Kiefern, jawohl. Welch ein Zufall, dass wir direkt vor den Kiefern stehen. Die sammeln wir direkt ein. Den einen oder anderen Kampf würde ich auch schon gerne mal mitmachen. Immerhin, wir sind schon mal heranwachsend. Das ist schon mal ein dickes Ding. Dann werde ich zumindest nicht allzu schnell platt gemacht wie vorher. Wenn ich jetzt den Strand betrete, bin ich bestimmt wieder aus dem Gebiet raus. Ich bin mir da so ziemlich sicher. Aber ich brauche auch noch diese Kiefernzapfen, die ich irgendwo hier... Mensch, wo hänge ich denn fest? Guck, guck, kommt raus. Da seid ihr ja. Perfekt. So. So ein Haufen Kiefernzapfen ist ganz schön viel. Ich bräuchte jetzt noch einen Haufen und dann hätte ich es eigentlich, ne? Aber hier bin ich jetzt, glaube ich, auch schon aus dem Gebiet raus. Ach komm schon. Mach mich jetzt nicht schwach. Ah, guck mal, hier geht's auch hoch. Na, dann sollten wir das ja wohl hinbekommen, oder? Ich laufe durch das Dickicht. Und ich sehe Giftpilze ohne Ende. Doch ich brauche keine Giftpilze, ich brauche Kiefernzapfen. Leuchtend grün auf dem Boden und ich sehe sie trotzdem nicht. Na komm. Meistens sind die eigentlich unter Bäumen zu finden, aber irgendwie... Das ist auch immer so eine Sache bei mir, ne? Immer bei den letzten Schwung fehlt irgendwas. Und ich finde nichts. Oder was? Nee. Na komm. Mach mich nicht herzkrank. Hier. Yay. Mampf, 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 Mampf. Perfekt. Seetang. Ach nö.
Muss ich ja schon wieder nach unten. Muss nie sein. Eigentlich wollte ich noch zur Wohnhöhle. Ich wollte gerne die neuen Skins, also die neuen Fähigkeiten, die wir bekommen haben durch Lucky, mit dem wir unterwegs waren. Die wollte ich ja gerne noch haben. Mit Lucky habe ich ja noch einiges geschafft, wie ihr ja gesehen habt. Haben es ja auch heranwachsend geschafft. Dank Luckys Hilfe sind wir auch nicht direkt gestorben. Als uns ein Gaspeto angegriffen hat. Der hat den gut abgelenkt, dass ich fliehen konnte. Das war ja schon mal eine riesengroße Nummer von Lucky. Schöne Grüße, Lucky, an dich persönlich. Hast du top hingekriegt. Und du hast sogar auch noch gegen den überlebt. Der hat dann das Interesse verloren. Und wollte nicht mehr. So, Jägerdickicht verlassen. Und wo kommen wir jetzt hin? Das ist ja eine schöne Ebene hier, ne? Wo kommen wir denn hier raus? Da hinten ist aber auch so noch so eine Art Brücke. Grasland. Savanne. Oh. Ei. Ich sollte vielleicht doch nochmal zurück. Weil wir müssen trinken. Trinken und essen. Ganz wichtig. Aber zum Glück ist hier da direkt noch so ein See. Ich hoffe, das ist auch normales Wasser. Ich gehe trotzdem mal etwas langsamer. Und fülle meine Ausdauer wieder auf. Denn ich meine, ich hätte was gehört. Ich könnte aber auch einfach nur paranoid sein. Was bei solchen Spielen eigentlich völlig normal ist, dass man da paranoid ist. Egal, kriegt man schon hin. Ne? Wir laufen mal geschmeidig dahin. Und trinken etwas. Ist normales Wasser, kann man also in Ruhe trinken. Perfekt. So muss das sein. Aber der See sieht schon richtig dufte aus. Ist so eine Art Vulkan, oder? Oder ein Krater vielleicht? Ja, schauen wir mal. Wir wollen den auf jeden Fall, den Alo, neu aufrüsten. Der Lucky hat mir da ein paar Sachen empfohlen, und zwar die harte Haut. Wir haben das schon gekauft, auf jeden Fall. Das, was wir brauchen, haben wir alles schon gekauft. Wir müssen jetzt halt nur es schaffen, lebend zur Wohnhöhle zu kommen. Und mir wurde auch gesagt, ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Wir haben ja versucht, einen neuen Raum zu kaufen. Und da ist das tatsächlich so, wenn wir den neuen Raum gekauft haben, vor allem den mit dem Wasser, ist das tatsächlich so, dass das neue Wasser, was man da in der Wohnhöhle hat, das kann man tatsächlich nicht trinken. Das ist einzig und allein tatsächlich nur für Dekoration. Ist halt doof gelaufen, dass ich dafür jetzt 1000 Münzen ausgegeben habe. Das kann man dann nach und nach, kann man das nochmal nachholen mit dem neuen Raum. Aber naja, man lernt ja nicht, aus. So. Keine Interaktion verfügbar. Ah, die Dinger sind schon zu klein für mich. Bedeutet, ich muss irgendwie an ein Kadaver rankommen.
Frage ist jetzt nur, wo? Ach, guckt mal hier. Das sieht ja geil aus. Wisst ihr, was das ist? Das sind sogenannte Termitenhügel. Ja, hier sind Termiten. Sieht richtig Bombe aus. Muss man schon mal sagen. Nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier einigermaßen viele Aufträge bekommen werden. Ach, der Alu ist mittlerweile schon so groß, ich verbrauche so viel Ausdauer. Ist schon recht nervig, aber ich glaube, ich werde mich mal dazu entringen, den Alio weiterzumachen. Den haben wir immerhin auch schon auf Jugendlich. Im Livestream von Delta haben wir das geschafft. Ah, guck mal, den kann man stören. Ich glaube, der kleine Snack, der bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Wir sammeln erstmal die Sukkulenten ein. Da haben wir wenigstens noch einen Auftrag fertig bekommen. Das Gute ist, man sieht die hier so wunderbar auf der Ebene. Sammeln, sammeln, sammeln. Wo sind wir hier? Das sind die Termitenhügel noch. Aber ich brauche noch. Das sind Tigernüsse. Okay, alles klar. Ich hoffe, den Auftrag bekommen wir nicht. Wo sind wir jetzt genau? Alles klar, wenn ich den Weg hier folge, komme dann eigentlich bei der Wohnhülle hinten raus. Aber würde natürlich gerne erst noch versuchen, die Sukkulenten zu Ende zu machen. Da hinten haben wir noch welche. Perfekt. Okidoki. Okay, das war's. Wir brauchen noch 7 Stück. Tigernüsse. Ich guck mich mal weiter um. Ey, ich habe hier so Paranoia. Das Gebiet ist ziemlich offen. Das ist natürlich ein Problem. Weil man hier echt absolut null Deckung hat. Da hinten haben wir noch Sukkulenten. Na, die habe ich ja gut gesehen, ne? Wenn das mal so einfach wäre mit Ästen. Perfekt. Und jetzt soll ich die Tigernüsse sammeln, ja? Das war ja so klar. So, die Tigernüsse lagen an den Büschen. Ich glaube, Tigernüsse hatten wir noch nie sammeln müssen. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal. Deshalb sammeln wir die direkt auch ein. Einmal. Da sind noch mehr. Perfekt. Gucken, wie weit wir es schaffen mit dem Alu. Zack, 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 zack. Blumen und Knopfpilze. Ah ja. Blumen, okay, die kann man gut sehen. Knopfpilze eher weniger. Oh. Alles klar, das sind Knopfpilze. Ich dachte, das wären jetzt Blumen. Egal, dann sammeln wir die jetzt auch noch schnell ein, wenn wir schon mal hier sind. Ein größerer Auftrag, insgesamt 50 Sachen auf einmal sammeln. So, das hätten wir. Und jetzt brauchen wir noch die Blumen.
Da haben wir aber auch viele gesehen eigentlich. Da hinten sind das Blumen oder sind das wieder diese Pilze? Okay, das sind Pilze. Passt nicht so perfekt ins Schema. Hier. Da halten wir ein paar Blumen. Oh, das war's auch schon. Warum kann man die eigentlich nur dreimal sammeln? Das ist doof. Ah, hier haben wir gleich drei solche Büsche. Dann haben wir das auch schon erledigt. Perfekt. Und wir liegen sogar noch perfekt in der Zeit, dass wir es zur Wohnhöhle schaffen, um uns neu aufzurüsten. Das ist ja richtig Bombe gelaufen. Ohne Zwischenfälle. Bis jetzt. Sollten wir mal auf Holz klopfen. 100 Münzen bekommen. Sehr nice. Süpi. So, guck mal, jetzt haben wir sogar schon den ersten Balken wieder voll. Insekten. Aha. Alles klar. Insekten? Kann das eventuell sein, dass wir das ja an diesen Termitenhügeln machen müssen? Tatsache. Termitenhügel. Habe ich ja doch recht gehabt. Nur wie oft kann man hier sammeln? Ah, okay. Das war's schon. Guck mal, da haben wir sogar das ganze Gebiet hier schon durchgespielt. 80% haben wir dann. Warum man nicht auf 100% kommt, weiß ich nicht. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe es bis jetzt in jedem Gebiet bloß auf 80% geschafft und dann habe ich keinen neuen Auftrag bekommen. Warum auch immer. Aber hier an den Hügeln ist auch eigentlich relativ leicht zu leveln. Seht ihr? 80% haben wir jetzt. Aber ich bekomme tatsächlich keinen neuen Auftrag. Wieso ist das so? Das würde ich schon gerne mal wissen. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur dem Weg hier folgen. Und da hinten bei den Felsen ist die Wohnhöhle. Wir werden uns aber, bevor wir das Gebiet betreten, nochmal kurz hinlegen und Ausdauer aufschnappen. Weil ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl, dass da auf jeden Fall ein paar Dinos sein werden. Meistens so, dass in der Nähe der Wohnhöhle sind meistens viele Dinos. Die wollen dann irgendwelche Jungtiere oder sowas abgriefen. Und da sollte ich schon aufpassen, ne? So. Stehen wir mal wieder auf. Wir haben es aber schon weit gebracht. Guck mal, mein Dino hat tatsächlich schon die Merkmale von den Skin, den ich mir geholt habe. Nur wenn ich jetzt hier so immer so alleine rumlaufe, sehe ich von der Größe her eigentlich gar keinen Unterschied. Da oben ist es. Da oben müssen wir hin. Über die Fläche komme ich da hoch. Sieht nicht so aus. Nee, da komme ich nicht so hoch. Ich muss jetzt tatsächlich noch ein Stück zurück. Ah ja, ich soll Knochen sammeln. Na, da ist wieder das Thema mit den Knochen. Mit Lucky habe ich zwar mal Knochen gefunden. Aber ich habe tatsächlich jetzt gerade keine Lust darauf, ein paar Knochen hier zu suchen. Denn hier war die Sache mit den Gaspleto. Gaspleto, Gaspeto. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Und rüsten uns die neuen Sachen aus. Perfekt. So, wir haben aber auch ein paar Sachen. Oh doch, man sieht schon, dass ich größer geworden bin.
Der Stein war mal voll groß. Oh mein Gott, wie viele Dekorationen habe ich. Das ist ja wunderbar. So. Perfekt. Dann haben wir noch 5 Kakteen. Alter Verwalter, ich mache hier eine Kaktushöhle draus. So. Wir haben sogar Knopfpilze. Haben wir die schon mal? Ja, nein, nein, ja. Knopfpilze haben wir tatsächlich noch gar nicht. Aber ein Redwood-Felsen. Boah, geil. Na, den setzen wir uns mal hier hin. Und eine rote Ingwerpflanze. Davon haben wir auf jeden Fall schon ein paar. Schick. Was sagt ihr zu meiner Höhle? Sieht doch toll aus, oder? Wir haben so viele Kakteen gesammelt. Wir sollten mal ein paar mehr Blutsteine bekommen. So, ah, genau. Jetzt können wir unseren Charakter anpassen bei Fähigkeiten. Und zwar Sinne war noch gar nichts. Vorderbeine war auch nichts. Die Haut, genau, hier. Die harten Schuppen haben wir gekauft. So, jetzt haben wir die drin. Beine haben wir Langstreckenläufer gekauft. Stimme haben wir noch keine. Angriffe haben wir auch keine neuen, doch. Ah, stimmt. Mir wurde geraten, ich soll den normalen Biss reintun. Deshalb machen wir den normalen Biss wieder rein. Weil der wohl mehr Schaden macht. Mensch, was ist denn jetzt los hier? Als das andere. So, jetzt haben wir eigentlich schon gut ausgerüstet. Hier unten sind noch so viele Fähigkeiten-Hotbars, aber ich weiß per du nicht, welche Fähigkeiten sollen denn hier noch kommen. Wir könnten Aasfresser freischalten, aber Fleisch, Fisch, Aas und Knochen essen. Schnellere Erschöpfungsrate von Hunger und Durst. Deswegen machen wir das lieber nicht. Sicher ist sicher nicht, ha? So, was haben wir bei Skins? Da haben wir uns hier den Skin gekauft. Da. Und wie man sieht, den sieht man schon richtig gut durch. Das ist Wahnsinn. Sieht richtig gut aus. Wir sind jetzt hier an der Wohnhöhle. Als nächstes würde ich gerne mal ganz links zu der Wohnhöhle wandern. Immer schön von Wohnhöhle zu Wohnhöhle. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, es war informativ, was dieses Jahr noch alles kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und die Glocke aktivieren, um immer wieder die neuesten Videos von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Und natürlich das Däumchen hoch für das Video, um den Algorithmus auf YouTube auf meinem Kanal voranzutreiben. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.